Die Handtasche muss da jetzt schon schön mit rein. Ja. Ja. Willst du deine erste Handtasche kaufen? Ja. Ja? Zeit, um auf Clara aufzupassen, aber ich wollte das halt gerne noch irgendwie vor der Taufe meiner Großcousine, was ist denn das, was ist denn die Tochter meiner Cousine? Auf jeden Fall ist die Taufe am Sonntag und ich wollte davor noch meinen Ansatz wegfärben, deswegen habe ich jetzt heute Nacht spontan noch diesen Termin gebucht und ich bin wirklich mal gespannt, wie das jetzt so mit Clara funktioniert. Ich hatte sie, glaube ich, das letzte Mal dabei. Da war sie 3 Monate oder so und da ging das ja noch, da hat sie ja größtenteils geschlafen. Ja, wir haben ein bisschen Spielzeug eingepackt. Ich habe 2 Folgen Paw Patrol für den reinen Notfall auf dem Telefon, was ich denn angucken kann und ganz viel Essen und Snacks. Was denn, mein Engel? Wir sind gleich da und an dein Trinken komme ich leider gerade nicht ran. Das hast du gerade runtergeschmissen. Das gebe ich dir gleich. Wir sind in 5 Minuten da. Hey, die Kinder verstehen, hören fast 5 Minuten bedeuten, ne? Genau. Und danach muss ich noch in die Stadt fahren, um mal wieder meinen Groß-DM-Einkauf zu machen. Und ich nehme euch heute einfach wieder ein bisschen mit und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. So, wir sind vom Friseur zurück. Wie ihr seht, bin ich auch wieder erblondet. Wir stehen jetzt hier gerade schon auf dem Parkplatz in der Stadt und ich mache Clara noch schnell eine neue Windel, bevor wir losgehen. Wie ihr seht, ich habe mich auch einmal umgezogen. Also es war, was ist denn da? Oh, Vögel! Es war doch wärmer als gedacht. Also so im kurzen Pullover ist es viel zu warm. Es ist irgendwie ein ganz komisches Wetter draußen. Also die Sonne scheint nicht, aber trotzdem ist das mega schwül. Ich weiß auch nicht so recht. Mit langer Hose und T-Shirt ist das jetzt einigermaßen in Ordnung. Zum Glück habe ich Clara, bevor wir losgefahren sind, auch nochmal schnell ein T-Shirt rausgeholt. Und ja. Ist euch das eigentlich auch egal, wo ihr wickelt? Oder wickelt ihr immer wirklich nur in Wickelräumen? Weil eigentlich finde ich, dass man in dem Alter auch nochmal eben hier schnell im Kofferraum eine Winde wechseln kann. Genau. Man hat ja immer eigentlich alles parat. Das ist der Vorteil vom Kombi, dass der Kofferraum schon groß, wenn er dann mal nicht voll ist. Aber jetzt klappt das eigentlich ganz gut, wenn der Kinderwagen schon draußen ist. Genau, ich werde jetzt einmal gleich zur Post gehen, ein Paket wegbringen, beziehungsweise zum Tabakladen, die haben da so eine Poststelle. Dann werden wir einmal zu Ernstings Family huschen, das Retourenpaket zurückbringen. Wir hatten ja die Regensachen in 2 verschiedenen Größen bestellt. Ah! Und dann werde ich nochmal bei H&M durchstöbern, ob ich da irgendwas noch im Sale ergattern kann. Und Mama, was werden wir noch machen? Zu DM, ne? Großeinkauf. Genau. Und eventuell fahren wir dann auch noch weiter zu Rossmann. Da sind nämlich Pampers im Angebot. Und Jonas möchte für Clara unbedingt schon ein Töpfchen haben. Das geht mir ehrlich gesagt ja viel zu schnell, weil gefühlt habe ich sie doch gestern erst geboren und jetzt soll mein kleines Mädchen schon ins Töpfchen machen. Und wir stehen hier gerade am Hafen und Clara ist ja mal total begeistert vom Wasser. Und ich hoffe, ihr versteht mich hier überhaupt. Aber eigentlich ist die Kamera von Allegria, das Mikrofon von Allegria ziemlich gut. Die Leute gucken auch schon, was ich hier mache. Mit wem ich denn hier quatsche? Oh Mann, ich werde mich, glaube ich, nie dran gewöhnen, in der Öffentlichkeit zu filmen. Na, Schatzi? Und du warst eben ganz lieb beim Friseur? Hallo! 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 Warst du ganz lieb beim Friseur und hast keinen Blödsinn gemacht?
Ja, Clara saß eigentlich die ganze Zeit auf meinem Schoß während des Friseursbesuchs. Irgendwie habe ich voll vergessen zu filmen. Ich hatte eigentlich vor, mal kurz die Kamera rauszuholen, auch wenn es nur das Handy gewesen wäre. Und beim Haarewaschen ist sie auf mir rumgeklettert und hat versucht, in den Wasserstrahl zu fassen. Also so richtig typisch Clara. Ich habe jetzt hier voll deine Zunge untergemört. Gehen wir jetzt schön shoppen? Mama. Fahren wir jetzt erstmal zum Bäcker und holen erstmal ein leckeres Brötchen für die kleine Clari. Ein leckeres Käsebrötchen. Ja. Nein? Ich glaube schon, oder? Upp. Vorsicht, Engel. Kannst du nicht immer einfach zurückfallen lassen? Ja. Ich glaube, einen Sonnenhut brauchst du nicht. Denn? Sind deine Hände schmutzig geworden? Ja. Hallo. Ja. Oh, der ist schwer. Ja. Ja. Und wir sind auch schon wieder voll gestoppt hier bis zum letzten. Ja. Mit dicken Paket und so. Hallo? Clari, sagst du Hallo? Mein Kofferraum sieht auch aus mit Getränkeflaschen und Tüten. Hallo? 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 Und wir beiden Süßen machen uns jetzt auf den Weg? Ja. Ja? Ja. Willst du dich schon mal reinsetzen? Oha. Oha. Das ist ein bisschen schwieriger, ne? Bei deinem Urlaubsbuggy haben wir vorne diesen Schutz da gar nicht. Ja. Ja, nimm dir mal deine Trinkflasche, genau. Und setz dich mal hin. Klasse. Okay. Bitteschön. Und die wilde Fahrt kann losgehen, ne? Ja. Mama schneidet dich gleich noch an. Deine erste Handtasche kaufen? Ja. Ja? Was ist denn da Schönes drauf? Oh, ein Schmetterling. Schicki. Stell die Handtasche wieder mit dir. Und raus. Handtasche festhalten. Danke. Was trinken? Ja. Bitte schön. Fahren wir Aufzug, Schatz? Ja. Ja? Magst du gerne Aufzug fahren? Ja. Haben wir gerade dick bei H&M eingekauft. So wie wollte Mama gar nicht holen. Geradeaus? Nein, nicht wieder Aufzug fahren. Komm, geradeaus. Hier vorne ist die Kinderabteilung. Hallo. Hallo. Mama. Was denn? Wieder zu? Das Portemonnaie bleibt da noch drin, Engel. Noch haben wir nichts gekauft. Schiebst du den Wagen für mich? Ja. Der Griff ist ein bisschen hoch und dann musst du hier im Rucksack schieben. Ja. Hier sind ein paar Sachen. Ja. Ja. Oh, super. Muss man mal mitkommen? Mhm. Unfall.
anziehen. Jetzt anziehen. Kannst du einmal das Bein hochheben? Ja. Ja? Wow. Warte. So geht's natürlich auch, aber schlecht, Engel. So, einmal hinstellen. Jep, und bück so. Ja! Ja, ein Aufkleber. Ja. Ein Aufkleber. So, einmal Schuhe anziehen. So, der? Der muss auch noch an? Schicki. Schicki. So, ist Clara wieder schön? Clara, da ist sie ja. Clara, wo bist du denn? Clara, da ist sie ja. Komm, wir wollen weiter. Kommst du mit? Noch einmal zu DM. Schatzi? Komm, wir gehen. Einmal Fahrstuhl fahren wieder. Wie würde man ohne Buggy seine Einkäufe aus der Stadt transportieren? Also ich bin jedes Mal wieder froh, dass ich den Buggy dabei habe und dass ich Clara auf den Arm tragen kann. Jetzt muss ich ja alles mal in dem Auto verräumen. Claras Laune ist jetzt auch schon ein bisschen im Keller. Ist auch anstrengend, ne? So ein Großeinkauf bei DM. Du bleibst aber hier. Da hinten ist Wasser, ne? Du bleibst aber hier. Genau, wir räumen jetzt alles schnell ins Auto. Oder wolltest du Mama helfen? Sieht auch, glaube ich, gerade nach Regen aus. Also beeilen wir uns jetzt mal schnell, bevor wir hier noch einen Regenschauer abbekommen. Hilfst du Mama? Oh, was hast du denn da gefunden? Dankeschön. Hallo. Mal Zahnpasta, aber machen wir nochmal. Rückwärts schieben ist nicht gut. Boah, können wir sogar im Angebot. Die sind so dünne mit Chlorid. Einmal mitnehmen. So, jetzt hat mir das geholt, ein Deo noch. Nicht immer gerne sowas hier. Und alles riecht hier nach Mais-Snacks, Engel. Der ganze Laden. Setze dich da hin. Setze dich da hin. What?
Hallo. Hallo. Gibst du der Kamera wieder ein Kussi? Hallo, suchst du mich? Super. Man muss jetzt aber einmal hier deine... Tut mir leid, liebe Leute. Aber Clara hat euch einen richtigen Kussi gegeben mit einem feuchten Kussi. Und Siri hat dir geantwortet. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Es ist jetzt 16 Uhr ungefähr. Dankeschön. Und ich wollte euch noch mal kurz unsere Shopping-Ausbeute zeigen, bevor ich diesen Vlog beende. Weil Clara und ich sind jetzt echt fix und fertig. Ich glaube, ich hatte euch vorhin noch die falsche Uhrzeit im Auto gesagt. Wir waren jetzt ungefähr von 10 bis 12 beim Friseur und nicht bis 11. Mein Ansatz ist auf jeden Fall wunderschön geworden. Ich bin echt zufrieden. Es muss natürlich noch mal ein bisschen Silbershampoo rüber, damit der Orangestich ein bisschen weggeht. Aber das kenne ich schon, weil ich sehr viele Rotpigmente in den Haaren habe. Und ich diesmal keine Strähnchen reinmachen wollte. Das werde ich beim nächsten Mal wieder machen. So, Schatzchen, jetzt wollen wir einmal zeigen, was wir gekauft haben, ne? Ich war bei Rewe und habe mir noch 2 Pizzen gekauft. Die leckere von Dr. Oetker, die vegetarische. Davon werde ich heute Abend eine verhaften und Clara wird bestimmt auch 1-2 Stücken abbekommen davon. Die mag es nämlich auch richtig gerne. Und dann haben wir uns für heute Abend unsere Lieblings-Pringles noch einmal geholt bei Rewe. Die Clara auch total gerne mag, obwohl das die Sorte Sweet Paprika ist und die sind ein bisschen scharf. Jetzt reicht es. Ja, und 1-2 Chips darf sie auch mal essen. Also ein bisschen naschen ist ja auch erlaubt, ne? Dann kam aber gerade ein Paket an, das zeige ich euch als erstes. Ich hatte nämlich neue Krabbelpuschen bzw. Lauflernschuhe für Clara bestellt. Wieder die wunderbaren von Hobea, weil ihre nämlich jetzt schon zu klein sind und wir jetzt schon Schuhgröße 22, 23 holen mussten. Genau, aus ihren alten ist sie rausgewachsen. Und wir brauchen nämlich Hausschuhe für die Musikschule, weil die kleinen Mäuse da immer rumtanzen. Und sind die nicht zuckersüß? Warte. Guck mal. Mit einer süßen Maus. Wollen wir die mal anprobieren? Ja. Ja? Oh, guck mal, du willst auch gleich deinen Käsefuß da reinstecken, ne? Ja. Ja, dann lasse ich den Aufkleber nochmal dran. Aber die sehen so groß aus, mein Schatz. Warum hast du schon so große Füße? Clara hat Schuhgröße 21, aber wir müssen langsam los und schon mal Schuhgröße 22 kaufen. Und ja. Schatzi. Zeigst du die einmal? Schicki! Wow! Und man sieht das nur. Clara will unbedingt diese Hobea-Schuhe anziehen. Läuft wie eine Eins damit. Ich kann sie wirklich jedem nur ans Herz legen. Die sind wunderbest. Es gibt einmal Krabbelpuschen, einmal Lauflernpuschen. Und die haben dann eine andere Sohle zum Laufen. Genau. Fühlst du dich wohl? Hast du schicke neue Schuhe? Ja. Ja. Genau, die hatten wir einmal bestellt. Das kam heute an. Ja. Ja. Mama zeigt das jetzt erstmal. Das ist alle. Dann habe ich bei H&M im Sale nochmal zugeschlagen und konnte mir 2 Stilltops für 15 Euro ergattern. Mama. Einmal grau mit dem Schwalbenmotiv. Ja. Ja. Noch eine. Der Saft schmeckt natürlich richtig lecker, ne? So. Und einmal noch ein weißes mit schwarzen Punkten. Von Stilltops kann man ja nie haben. Seit der Geburt von Clara trage ich nur noch Stilltops. Also jetzt auch abends zum Schlafen und überhaupt. Das ist die beste Erfindung ever, weil die dieses eingearbeitete Bastille haben. Und ich glaube, ich werde sie auch wirklich als Schlaftops weiter benutzen, wenn ich irgendwann keine Kinder mehr habe. Weil man hat halt dieses Gefühl, angezogen zu sein. Ich finde, es gibt nichts Schrecklicheres, als ohne BH halt rumzulaufen. Damit fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Und abends bzw. nachts macht man das ja, weil mit BH schlafen ist ja jetzt nicht so bequem. Und dafür sind die wirklich optimal. Ich kann die auch wirklich für Nicht-Mamis empfehlen. Nee, Clara, jetzt ist Schluss. Du hast dein Trinken im Schlafzimmer. Das kannst du dir einmal bitte holen.
Dann hat Jonas auch was abgestaubt. Er trägt gerne diese schrecklichen Jogginghosen in kurz. Die hat jetzt 10 Euro gekostet. Dann noch eine in Grau. Die ist aber ein bisschen länger geschnitten. Auch ein anderes Modell. Auch für 10 Euro. Für den Sommer halt optimal, ne? Lässt du die Kamera bitte stehen? Oder willst du mit der Kamera kuscheln? Hast du die Zuschauer lieb? Du bist die kleine freche Rübe. So. Und für Mama durfte auch eine Jogginghose mit. Die habe ich jetzt in Größe S mitgenommen, damit der Babybauch auch reinpasst, beziehungsweise damit sie unterm Babybauch hinpasst. Ich hatte sie im Laden einmal. Was hast du denn da jetzt gemacht? Also, genau, einmal diese wunderschöne Jogginghose für 10 Euro und dann habe ich im Sale noch ein T-Shirt ergattert für nur 6 Euro von 15 Euro reduziert. Das ist einfach nur so ein ganz normales Top mit so einem Spitzenärmelchen in schlicht schwarz. Perfekt, weil ich ja momentan nur diese Haremshosen tragen kann. Und dann passt natürlich was Schwarzes, Schlichtes am besten. Genau, und du zeig mal deine Handtasche. Und Clara durfte eine Handtasche mitnehmen. Ich habe euch ja bestimmt das Handyvideo einmal eingeblendet, was ich bei H&M gemacht habe. Und sie hat diese Handtasche gesehen und sie war sofort verliebt. Sie klaut ja hier zu Hause immer schon meine Handtaschen und gibt sie nicht wieder her. Und jetzt hat sie ihre eigene Handtasche und die ist wirklich so zuckersüß, dass ich sie auch holen musste. Da ist ein kleiner Schmetterling drauf. Und die ist mit Klettverschluss und ja, ist auch relativ groß, ne? Du bist echt so ein kleines Mädchen, ne? Schuhe und Handtaschen ist deine Welt. Die hat jetzt 10 Euro gekostet. Finde ich zwar ehrlich gesagt ein bisschen teuer. Ich hatte bei der letzten H&M-Bestellung auch zwei Handtaschen schon mitbestellt für Clara. Die waren im Sale, aber die waren so pottenhässlich mit Plüsch und so. Und, oh. Nee, da ist die wirklich Zucker. Und es gab auch noch eine weiße, ich glaube mit Herzen oder mit Blümchen. Und ich konnte mich gar nicht entscheiden, habe ihr die aber hingehalten und sie hat sich sofort die rosa gegriffen und ist damit abgerauscht. Und hat die wirklich durch den ganzen Laden, also oben bis zum Fahrstuhl und dann unten bis zur Kasse getragen und wird die gar nicht mehr hergeben. Und ist jetzt stolz wie Oscar. Ne? Ja? Sie ist schön, die Handtasche. Genau, dann waren wir noch drüben bei C&A. Da mag ich ja die Dragons so gerne. Das ist halt so eine Jeans-Optik. Die sitzen bei Clara echt bombastisch. Bei C&A muss man ja immer eine Nummer größer kaufen. Leider hatten sie jetzt 86 nicht mehr da, deswegen habe ich jetzt schon mal 92 mitgenommen. 7 Euro kostet da so eine Dragons. Aber ich habe in 86 noch eine ähnliche ergattern können. Also die ist jetzt zwar hier oben. Also die ist, ich glaube, das ist schon so eine richtige Jeans, weil die andere ist deutlich weicher. Aber ich finde die immer noch relativ bequem. Hat auch 7 Euro gekostet. Und ich finde, zu manchen Outfits oder Pullover sieht so eine Jeans einfach viel, viel süßer aus als so eine Leggings, die sie sonst immer trägt. Genau. Und bei Family durften einmal noch Rutschesöckchen mit 3 Stück für 5 Euro. Einmal in, ja, pink-weiß gestreift, einmal in ganz pink und einmal in rosa gestreift. Weil wir jetzt im Sommer wollten wir jetzt keine Hausschuhe für drinnen kaufen, beziehungsweise hier anziehen, aber da wir ja im Flur Laminat haben und in der Küche Fliesen, pierst Clara hier teilweise so lang, wenn sie nur Socken anhat oder eine Strumpfhose und rutscht dann aus und tut es natürlich dann weh, ne? Das ist auch nicht das Gelbe vom Ei, deswegen kamen jetzt nochmal Rutschesocken mit. Und das war auch meine kleine Shopping-Ausbeute. Bei DM und Rossmann habe ich einen riesengroßen Einkauf gemacht. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich so viel Geld bei DM gelassen habe. Aber es ist ja immer so. Ich musste auch gleich echt mal auf den Kassenbon gucken. Ich glaube, ich hatte 78 Euro oder so da gelassen. Ja, schon mal ein bisschen was für den Urlaub. Und natürlich Wattepads en masse auf Vorrat. Weil bei Pampers nämlich aktuell gerade die
Bei Rossmann sind aktuell nämlich gerade Pampers im Angebot und dann hatte ich da halt schon extrem viele Pampers-Pakete gekauft und dann dachte ich mir, komm, dann nimmst du auch viele Wattepads mit und musst du erstmal in nächster Zeit nicht mehr los, sowas alles zu holen. Genau, mein Engel. Und du stiebelst jetzt hier noch eine Runde rum. Zeig nochmal deine wunderbaren Schuhe in live und in Action. Schicki. Bist du stolz wie Bolle? Ja. Und ich werde jetzt hier erstmal das ganze Chaos beseitigen, alles verräumen. Aber ich denke mal, ich werde heute Abend, wenn die Motte schläft, einen DM-Haul noch für euch abdrehen, der dann nächste Woche oder so online kommt. Weil das interessiert ja auch immer die einen oder anderen. Ich hoffe, euch hat der Tag gefallen, wie wir uns durch die Stadt gekämpft haben. Ich glaube, da sind ein paar süße Szenen dabei gewesen, ne? Und wir sagen jetzt tschüss. Bist du süß. Sagen wir tschüss. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss. Noch ein Kussi für die Kamera. Mwah.